Ich habe den Plan, in der nächsten Zeit so ein paar Basic-Sachen, ein bisschen schlichtere Sachen selber zu nähen. Und deswegen habe ich mir so einen Musselinstoff geholt und erstmal genau eine Hose genäht. Da habe ich einfach eine alte Hose von mir als Schablone benutzt, die Sachen dann ausgeschnitten und dann die aneinander genäht. Also erstmal im Schritt die beiden Teile und dann die Teile, die dabei rausgekommen sind, halt wieder zusammengenäht. Dann war eine Hose, das musste ich dann versäubern und dann halt noch ein Gummiband in Bund ziehen. Dann habe ich noch ein T-Shirt genäht, also auch wieder als Schablone ein altes T-Shirt benutzt, das dann ausgeschnitten und dann einfach alles aneinander genäht. Also erst die Ärmel, dann die Ärmel an das restliche Ding. Und das Ganze habe ich dann nochmal wiederholt in einer anderen Farbe und dann habe ich einfach, das alles genäht und das sind die super tollen Endergebnisse und ich finde die richtig geil. Ich habe dann einmal eine lange und eine kurze Hose gemacht und dieser Stoff ist voll geil. Der ist ein bisschen wie so ein Handtuchstoff. Da kann man richtig gut im Sommer reinschwitzen. Das juckt dann nämlich keine Sau. Ich finde das sehr luftig und sommerlich und schön und ich hatte von dem braunen Stoff noch so viel übrig, deswegen konnte ich noch so eine Jacke zusätzlich machen und das kann man jetzt alles untereinander so kombinieren, wie man das möchte und ich finde das ziemlich cool und es ist ein richtig cooles Basic und mach das mal nach.